Moin! So, ich muss mal diese Einleitung hier nachdrehen, weil ich irgendwie kein Video darüber gemacht hatte. Ist jetzt schon eine Weile her. Unser Auto wurde foliert, genau, und die Planken hatten wir nicht lackiert oder so. Das holen wir heute nach. Das heißt, ich hatte vom Folierer die Planken mit im Fahrzeug mit nach Berlin genommen und jetzt haben wir sie lackiert und so ist es dann alles vonstatten gegangen. Viel Spaß! So, ich denke, mit kreisenden Bewegungen kriegt man das gleichmäßig angeraut, ohne dass es immer so Kratzer in eine Richtung gibt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen würde später am Raptor, aber ich denke mal, mit kreisenden Bewegungen kriegt man ein besseres Schleifergebnis hin. Ich nehme übrigens kein Schmirgelpapier, sondern so ein Schleifvlies. Ich glaube, Scotch-Brite heißt es oder irgendwie so. Ich verlinke euch das mal unten, dann könnt ihr mal gucken, was das ist. Das geht eigentlich, lässt sich cool anfassen. Reißt halt nicht immer so wie Schleifpapier. Und man hat eine weichere, also eine Oberfläche, die sich halt der Struktur anpasst. Wenn man jetzt hier so einen Klotz hätte mit Schleifpapier, würde das wahrscheinlich immer nur so oberflächlich an einer punktuellen Stelle aufliegen und schleifen. So, hui, fertig. Kommt mal schön spitzen. So, jetzt können wir lackieren. Nein, vorher sauber machen. Der ganze Schleifschmutz, die bloßen Partikel müssen alle runtergewaschen werden. Also nochmal ordentlich, gründlich sauber machen. Vorsicht in geschlossenen Räumen mit Bremsenreiniger oder Lack. Macht das Fenster auf und sorgt für gute Belüftung. So, jetzt sind alle Teile sauber, fettfrei und krümelfrei. Jetzt können wir lackieren. Nee, immer noch nicht. Wenn man Kunststoffteile lackieren möchte, braucht man so eine Art Primer, einen Haftvermittler. Das ist selbst bei Raptor, steht es noch drauf. Und deswegen sprühen wir vorher die Grundierung quasi drauf, damit der richtige Hauptlack später besser darauf haftet. Ja, sieht so aus, nennt sich Adhesion Promoter, also ein Primer halt, eine Grundierung, Haftvermittler, bevor dann der Hauptlack. Ich sehe gerade, das ist eine zweite Flasche. Moment! Bevor dann der Hauptlack draufkommt. Damit wir nachher ein besseres Lackergebnis haben, werde ich jetzt hier die Nupsis schon mal reinmachen. Hier sieht man das. Dann schweben die so ein bisschen in der Luft und es lässt sich besser lackieren. Wenn man das so lackieren würde, dann würde es hier an diesen Stellen, wo die aufliegen, dann würde der Lack hier runter tropfen. Und wenn man das dann anhebt, würde das hier womöglich einreißen oder so. Man könnte das auch anhängen, in der Luft lackieren. Oder ähnliches. Genau, jetzt kommen die Nupsis erstmal rein. Zwei Minuten schütteln kann ganz schön lange sein. Ach, ich sehe gerade, ich habe ja was vergessen. Da ja später an der Stelle, wo die Seitenmarkierungsleuchten sind, auch Raptor-Lack sein wird, der dick aufträgt, habe ich die Seitenmarkierungsleuchten eingepackt und die müssen wir natürlich vorher nochmal aufschrauben, damit diese Fläche halt frei bleibt. Das müssen wir jetzt noch machen. So, jetzt aber wirklich. So, jetzt 20 Minuten ablüften lassen und dann kann das Lackieren losgehen. So, 20 Minuten sind um. Jetzt geht's an den Raptor-Lack, den eigentlichen Raptor-Lack. Es ist ein Zwei-Komponenten-Lack, der hat den Härter mit drin.
Der muss aber erst aktiviert werden. Hier unten gibt es noch so ein Pinökel. Da kann man hier diese rote Kappe draufsetzen. Dann schlägt man die rein. Dann tritt der Härter in den Lack ein. Und dann vermischt man das und hat man 2 Stunden Zeit, die zu verarbeiten. Das heißt, dass wieder 2 Minuten mischen. Wird. Vorher sollte man sich mal so ein bisschen die Bedienungsanleitung durchlesen von so einem Lack. Der Unterschied zu diesem, also von diesem zum normalen herkömmlichen Lack ist, wir brauchen hier einen Abstand von mindestens 60 cm bis 90 cm. Hier kommt es gleich richtig rausgerotzt, damit diese typische Raptor-Oberfläche entsteht. Also das wird hier eine richtige Fernbestäubung. Wieso habe ich hier den Mundschutz eigentlich noch auf? Ja, also Abstand 60 bis 90. Ich bin gespannt, auch was hier an Druck rauskommt. Und es soll ultraschnell alle werden. Klar, da kommt ja richtig Material raus, deswegen schon gleich eine zweite bereithalten. Alter, kommt das da raus? Oh, ist echt schwierig, hätte ich mir einfacher vorgestellt. Aber ich bin gespannt, wie es wird. So, jetzt kann das alles trocknen. Und dann schauen wir mal, wie es in ein paar Stunden aussieht. Hier ist schon eine Macke. Aber ich glaube, damit muss ich leben. So, seit langem mal wieder auf dem Ausbauplatz. Nochmal das schöne Wetter genießen. Hier sind sie jetzt fertig getrocknet. Sieht richtig geil aus. Ja, und jetzt nehmen wir mal die Kleber ab von den Seitenmarkierungsleuchten. Jetzt kann man hier schön sehen, dass die Fläche für die Seitenmarkierungsleuchte jetzt hier schön frei geblieben ist. Und ja, dass es jetzt nicht hier aneinander geklebt ist, die ist schon frei geblieben, sodass die nächste Leuchte da ja richtig schön drauf flach Platz hat. Nächste Leuchte, weil ich habe mir gedacht, wenn ich diese hier schon mal jetzt raus habe, dann können wir uns doch gleich ein paar stylischere LED-Seitenleuchten einbauen. Die sehen so aus, verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung, machen wir am besten später. Gut, die Klipse, die ich hier reingemacht habe, damit beim Lackieren der Abstand stimmt. Einige alte sind halt ganz geblieben, die kann man weiterverwenden. Die kaputt gegangen sind, die tauscht man am besten aus. Gegen neue kann man sich auch kaufen, verlinke ich euch auch. Und dann heißt es erstmal die Löcher in der Karosserie wieder öffnen und ein bisschen weiten, damit die reinpassen. Und da zeige ich euch noch eine kleine Besonderheit. Man kann das hier schön erfüllen, wo die waren. Dann schnitzt man hier so ein schönes X rein. Vorher noch gucken, wo hier welches Loch war. So, das ist nämlich hier eine Schweißnaht. Und dann geht es hier ein Stück unten weiter. Hier unten könnt ihr sehen, ich bin gerade am Abkleben, weil ich den Schweller gerade noch lackieren will, aber das kommt ein andermal oder vielleicht auch gar nicht. So, jetzt sind sie alle offen. Wenn man sich jetzt hier so ein Pinökel nimmt, sieht man, dass sie nicht ganz quadratisch sind, sie sind ein bisschen rechteckig. Und jetzt hat man die Chance, mal zu gucken, wie die reinpassen. So rum sind sie zu locker. Das bedeutet, bei den langen Löchern werden sie so reingeklipst. Das bedeutet, wir müssen die auch so in die Planke ranmachen. Bei den runden Löchern ist es egal, wie rum. Ich werde die aber alle quasi so ausrichten.
Jetzt habe ich sie alle hochkant ausgerichtet. Die Dichtungen müssen auch hochkant sein, weil wir haben ja hier Langlöcher. Und dann heißt es, ranklipsen. Vorher ein bisschen gucken, wie sich das hier, ob die alle richtig eintauchen. Cool, dran ist er. Sehe gerade, habe vergessen, den Aufkleber abzumachen. Es liegt daran, heute wird den ganzen Tag gemäht. Ich bin schon 2 Stunden hier und hier wurde Rasen gemäht. Ich konnte also nicht filmen. Deswegen bin ich hier ein bisschen durch den Wind. Aber jetzt machen wir es mal hier quick and dirty. Ja, da ist er auch schon. Knack, einrasten. Anschrauben. Schön, ich finde die supi. Ja, schön dezent. So, und das Ganze jetzt an den Planken, die man jetzt alle ja, lackiert hat. Guti, ja, soweit erstmal zu den Planken. Die andere Seite mache ich jetzt auch noch ganz in Ruhe. Ja, Raptor-Lack. So mal ganz geil, mal gucken, wie lange der so hält, so mit Steinschlägen oder Abplatzern oder wenn das Plastik so ein bisschen arbeitet. Ja, werden wir dann mal sehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht auch mal mit anderen Produkten, nicht nur hier Original Raptor von Upul, sondern vielleicht auch dieses von Mipa oder so, Mipa Protect. Interessiert mich mal. Ansonsten sehen wir uns. Bis bald. Tschüss.